Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Viper Games for You. Ich bin Suevo und wir spielen weiter mit dem Priester. Ihr habt mich über die Kommentare zum Start des Ghouls, des Goblins and Gnomes Expansion gefreut. Ja, gibt leider halt noch nicht so viele Informationen, weshalb ich jetzt noch nicht so viel weiter sagen kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich bin froh, dass es halt innerhalb des nächsten Monats im Dezember schon kommt. Und somit gehen wir erstmal zur Routine wieder über und machen unseren nächsten Sieg hoffentlich klar. Das Licht wird den Sieg bringen. Bin nicht sicher, was es ist. Ich denke, wir sollten Dunkler Wahnsinn auch wegtun. Selbst wenn es ein Zolok ist, würde ich es wegtun, denke ich, weil wir einfach die Combo brauchen. Wir bauen Holy Nova, Circular Feeling und Now Can I gegen Zo, sonst verlieren wir definitiv. Selbst mit einem Shadow Madness. Und falls es ein Handlock ist, ist Shadow Madness eben eine tote Karte. Und das wollen wir nicht. So, was ist es denn? Ich rechne fest mit einem Zoo. Demnach wird es wohl auch einer sein. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Das ist ja schon mal super. Na, das ist eine nette Kombo. Ich denke nicht, dass wir ihn silence. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn einfach silence, aber dann kam er. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendeinen günstigen Zauber vielleicht rausbekommen. Okay, nein, das ist super. Den werden wir einfach rausballern, weil es bringt nichts. Der muss raus, sonst verlieren wir das Game sofort. Selbst wenn jetzt irgendwie ein verrückter Trade oder sowas kommt, oder er mit einem Knife hittet und mit dem Wolf killt oder whatever. Oder den einfach ignoriert. Das war lucky, jetzt muss er mit dem traden oder es lassen. Das ist gut für uns. Okay. Jawohl. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sollte ich mir gründlich überlegen. Wir werden den Pyromanten opfern. Spielt ihr gar nicht mit den silenzen. Den töten und angreifen. Das ist zwar der Pyromant weg, aber wir haben immer noch den 4-1er Injured Blade Master. Ich denke, das ist okay. Und wir haben die Aukenai für die nächste Combo schon auf der Hand. Da geht was, auch wenn die beiden hier absolut nutzlos sind. Der hier ist natürlich dann gut gegen den gegen die Doomguard, die irgendwann kommen wird. Ich muss ihn heilen und ich muss sein Face angreifen, weil selbst wenn er jetzt ihn bufft und dann tradet, das ist okay. Wenn ich angreife und die 2-1 herauskommt, kann er ihn auch traden. Das heißt, es bringt uns nicht so viel. Ich gehe davon aus, dass er ihn buffen wird und dann durch den Buff meinen Injured Blade Master töten kann. So passiert's. Das war relativ klar und ersichtlich. Wir werden ihn spielen. Du hast einen Eindrop, oder? Was hast du? Einen Undertaker? Nein, Flame Imp. Okay. Warum hast du den da platziert und nicht da drüben? Macht keinen Sinn. Ich denke, das gefällt mir besser als die Sylvanas, weil wir die zweite gezogen haben, sonst hätte ich sie für die Combo behalten. So können wir sie rausballern. Einfach versuchen, ein bisschen Damage vom Board zu nehmen. Das war dumm, er hat gedacht, der geht auf 5 hoch. Na, der Missblade. Das war ein Fehler. Entschuldigt bitte. Hart Missblade, hätte er ihn hier drüben platziert, hätte es funktioniert. Oder hier drüben. Okay. Doomguard weg, beide Argus Defender weg. Gut. Dafür haben wir einen Kill. Holy Nova. Ich denke, wir können die Holy Nova noch eine Runde rauszögern. Das war gut.
Aber nur eine Runde. Da sieht man doch mal, dass der Zolok ein bisschen, ein bisschen Überlegungen erfordert und nicht einfach nur ein stupides Monster rausgebasht ist. Auf in die Schlacht, Mann. Das ist gut für uns. Auch wenn wir jetzt sehr low gehen. Ein Soulfire reicht nicht, das ist gut. Doomguard ist nicht spielbar. Das ist kacke. Okay. Wenn ich mich um 6 heile, 7 heile, bin ich auf 12, kriege nächste Runde wieder 7, bin ich wieder auf 5 unten. Das heißt, Doomguard ist Kill. Wenn ich das hier mache, heile ich mich um 4, bin auf 9, habe nur 4, also habe ich dadurch sogar weniger. Also machen wir das auf jeden Fall so. Weil es ist zumindest noch out of Soulfire Range und nicht nur. Bei dem anderen wären wir halt sogar in Soulfire Range. Ah, es hängt ein bisschen davon ab, was wir jetzt Glück haben. Einfach am besten wäre Blood Imp oder so ein Shit. So viel. Irgendwas. Das ist auch okay. Ginge schlimmer, glaube ich. Okay. Ah, fuck it. Jetzt ist es vorbei. Außer wir ziehen Circle of Healing. Brauchen jetzt definitiv Circle of Healing. Das ist kein Circle of Healing, deswegen versuchen wir es einfach nochmal. Wir können nicht rauskommen ohne Circle of Healing. Es war keins. Dann war es das leider. Wir hätten zwar die beiden töten können. Wären auf 5 bzw. 7 hochgegangen. Und er hätte dann einfach 9 Schaden machen können. Das heißt, das wäre so oder so vorbei gewesen. Ist ein bisschen schade, aber was soll's. Das können wir aufgeben. Ja, sieht man, dass wir einfach die Aukenai-Kombo brauchen. So schade, wie es ist. Ich habe natürlich auch die beiden richtigen mit dem Schild verpasst, sodass ich ja nicht die Kombo gezogen hätte und beide wegbekommen hätte. Aber hätte Fahrradkette, das bringt ja leider nichts. Wir haben am Anfang zu viel Schaden genommen. Ohne die Kombo zu einem ordentlichen Zeitpunkt ist es halt vorbei. Sehe ich auch gar nicht so eng. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das Licht wird den, ich denke auch, ich habe da nicht groß einen Fehler gemacht gehabt. Weshalb ich mich jetzt grämen müsste, ist halt einfach blöd gelaufen. Das ist eine schöne Starthand. Wir müssen auf jeden Fall den Silence für Tyrion aufbehalten. Oder einen Schattenwort Tod, der irgendwann kommen wird. Außer es ist jetzt irgendein ganz seltsames Deck, das ich nicht kenne. Okay, könnte ein Undertaker-Deck sein. Mach mal nix. Eventuell benutzen wir ihn plus Coin nächste Runde. Ja, sieht so aus, als ob wir das machen werden. Weil es so ein Hardcore-Noob-Scheiß ist. Coin ins Leere, aber was soll's. Hauptsache, die beiden sind weg. Runde 2 vorbei und ich bin auf 21 HP. Good job, würde ich sagen. Malok. Up in Face. Super Deck. Muss ich sagen. Die Verdammten stehen. Super Deck. Das ist sogar noch einfacher meiner Meinung nach als der Zolok. Strikt ins Face. Sanitäter!
Brauch irgendwas auf dem Feld, sonst verlieren wir das Game. Und alles, was ich sonst hätte spielen können, wäre vom True-Server gewonnen-hittet worden. Das Licht beschützt mich. Melde mich zum Dienst. Ein Schuss. Ein Schuss. Jetzt geht er wieder ins Face. Nicht mit dem True-Server, okay. Interessant. Die Verdammten stehen da. Jetzt bloß! Selbst wenn er jetzt mit dem True-Server-Champion den 3-4 töten wird, bufft er meinen Blademaster ganz hart. Silence ist okay, dann hat er den Silence nicht für einen Spotter wie den Sludge-Belcher. Damit können wir also leben. Was hast du da noch? Ein Hammer. Interessant. Ich werd's versuchen. Sieht ganz okay aus, denke ich. Könnte wesentlich schlimmer aussehen. Ich weiß auch nicht genau, was er noch im Deck hat. Ich denke, dass er noch einen Argus Defender oder sowas haben wird. Gut, das. Ich weiß auch nicht, ob er einen Divine Favor hat. Zumindest hat er ihn nicht in der Hand, so viel wissen wir. So, jetzt können wir ihn spielen ohne weiteres. Wir heilen uns, machen Damage. Aber ich gehe davon aus, dass er einen Divine Favor haben wird. Eventuell auch ein Kings. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Melde mich zum Dienst. Gucken wir mal, was wir an Karten von ihm kriegen. Segen der Macht ist doch nett. Auf in die Schlacht, Made! Jetzt blutet! Bin schon mal gespannt, was er jetzt macht. Ich würde sagen, sieht gut für uns aus. Sollten wir in der Tasche haben. Das ist jetzt so ein Rettungsversuch. Zwei Holy Nova hintereinander ist natürlich auch cool. Ich denke nicht, dass er Heal im Deck haben wird. Consecration. Damit kann er den töten, aber es reicht ihm nicht. Das reicht immer noch nicht. Ja, das tut mir leid. Ja, war ein ganz cooles Match. Ich denke auch, dass das Paladin ein bisschen outdated ist. Einfach, das war früher mal gut, wo nicht so viele Priester unterwegs waren und Krieger mit dem Unstable Ghoul und Co. Ja, bin zufrieden mit dem Match. Erste Mal natürlich ein bisschen Pech, aber kann man nicht ändern. Machen wir an der Stelle wieder einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.